weiter als der feurige Rat. Diese Hände haben das Fundament vieler Welten gelegt. Doch das ist lange her. Und jetzt wissen sie kaum noch, wie sich ein Stein anfühlt. Willst du nicht wissen, warum ich den Baum suche? Ich würde es nicht wagen, einen Reiter zu befragen. Aber ja, sag es mir. Ich muss die Menschheit retten, um Krieg zu erlösen. Himmel und Hölle kämpfen auf der Erde. Die Schöpfung erzittert. Und im Zentrum von allem steht dein Bruder. Er ist unschuldig. Das habe ich nie bestritten. Der Baum hält die Macht über Leben und Tod. Wenn du die Menschen retten willst, gehst du in die richtige Richtung. Sei aber gewarnt. Etwas Finsteres wohnt nun im Baum. Und der Weg ist voller Verderben. Sprich mit Alia. Aber da hinten war noch eine... Ah, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Fähigkeiten, Punkt erhalten. Sie sind eine Stufe aufgestiegen und haben einen Fähigkeitenpunkt. So, mal gucken. Fähigkeitenpunkt. Exhuminieren. Tod ruft blutrünstige Ghule aus den Gräbern, die dann an seiner Seite kämpfen. Kosten 300 Zornpunkte. Was? Ghule verursachen 3 Schadenspunkte pro Angriff. Rufende Ghule 2. Teleportschlag. Tod teleportiert sich über das Schlachtfeld und startet einen wilden Sensenangriff. Und dann, der beim Fernschaden verursacht und seine eigene Gesundheit wiederherstellt, kosten 200 Zornpunkte. Ganz im Ernsthaften, im letzten Spiel haben wir nur maximal, weiß nicht, 12 Zornpunkte oder so gehabt. Den werden wir uns auf jeden Fall kaufen. Nächste Stufe 200. Oh, das ist nicht schlecht. Tja, bla 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 bla. So. Das werden wir uns dann nachher auch aneignen. Eisenstiefel. Verkehrte Taste. Ja. Das Ganze wirkt... Da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin. Danke. Der Hammer ist schlechter als... Meine, aber das ist jetzt auf jeden Fall wichtiger. Ja. Definitiv. Leb wohl, vorerst. Ich muss alleine gehen. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ah, der sagt also dieses Mal auch etwas über die Pferdchen. Bla 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 bla, um kontextbezogene Sachen. Das heißt, gemeint ist damit das hier. Haben sie nicht schlecht gemacht, also vor allen Dingen, dass die Karte nicht mehr so direkt drauf ist, so finde ich ein bisschen besser. Wenn die jetzt auch noch ein bisschen besser gestaltet worden ist,
man so mit rauszoomen und reinzoomen, wäre das nicht schlecht, aber das habe ich jetzt eben gerade nicht. Das habe ich jetzt nicht wirklich beobachtet. Hallo. Der Sensenmann wurde auch Zeit. Die Erschaffer sterben. Ebenso unser Reich. Nur wir sind noch übrig. Das Leben eines Kriegers ist nie leicht. Ja, nicht leicht, aber einfach. Ich sah mein Ende immer mit der Klinge in der Hand. Ein Feld voll toter Feinde vor mir. Und welch ruhmreiches Ende erwartet dich, versteckt hinter diesen Toren? Du kannst das Verderben nicht bekämpfen und nicht verletzen. Du kannst nur jene töten, die es eingenommen hat. Jeder meiner Schläge gegen das Verderben ist ein Schlag gegen mein eigenes Volk. Sinne darüber nach, Reiter, bevor du mich als Feigling bezeichnest. Okay, wir können genauso wie im ersten Teil auch Fähigkeiten kaufen. Zwillingskanone, Schmerzens. Ja, das würden wir auf jeden Fall kaufen. Ernte. Ernterache, so. Tain hat dir einen neuen Move gezeigt, Ernterache. Diese soll dir auf deinen Reisen helfen. Weitere Moves kannst du erwerben, indem du seine Trainingsoptionen auswählst. Benutze Ernterache durch Drücken der R1 vorwärts ausweichen plus Viereck. Wähle die Moves-Liste im Gepäck aus, um dir die Kampfmoves anzusehen. Ich will doch nur ein bisschen kaputt machen. So. Fähigkeiten kann ich jetzt sowieso im Moment nicht erwerben. Engelsdiplomat hat ein Geschenk für dich hinterlassen. Hä? Rippergestalt. Hä? Ja. Das werde ich noch irgendwie herausfinden. Was haben wir denn hier so Schönes? Geschenk von Engelsdiplomat. Die Menschheit wieder dem Gleichgewicht zuzuführen, aus welchem Grund auch immer, ist ein edles Vorhaben. Manche in der Weißen Stadt möchten, dass du dabei Erfolg hast. Nimm diese Rüstung, möge sie dich vor jedem beschützen, die das Gleichgewicht bedrohen.
Todesengelsensen. Der Feuerrat verlangte einst, dass die besten Schmiede des Himmels eine Rüstung für die vier Reiter schmieden sollten, als Tribut für die Rolle der Reiter bei der Bewahrung des Gleichgewichts. Die Todesengel-Doppelsense wurde mit der Kraft des Lichts geschmiedet und heilt ihren Träger mit jedem Schlag, den er gegen seine Feinde führt. Todesengel-Rüstung. Der feurige Rat, bla 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 bla. Der Todesengel-Brustpanzer schützt den Träger, indem er seine Fähigkeit, Gesundheit und Zornenergie zu regenerieren verstärkt. Todesengel-Stiefel. Bla 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 blub. Die Todesengel-Stiefel schützen den Träger, indem sie seine Fähigkeit, Gesundheit und Zornenergie zu regenerieren verstärken. Todesengel-Handschuhe. Die Todesengel-Handschuhe schützen den Träger, indem sie die Fähigkeit bla 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 bla. Also auch wieder die ganzen Sachen regenerieren. Schulterstück. Das Todesengel-Schulterstück ist mit dem detailliert gearbeiteten Emblem eines mächtigen Greifen verziert und schützt seinen Träger, indem er seine Fähigkeit, Gesundheit und Zornenergie zu regenerieren, verstärkt. Bla 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 bla. Aha, wir brauchen dafür aber erstmal Stufe 5. Ansonsten ist das auf jeden Fall für den Anfang nicht schlecht. So, aber automatisch aufsammeln, definitiv anschalten. Führt dazu, dass sie auf Basis des... Nein, ich will auf apokalyptisch bleiben. Tutorials können wir mal ausschalten, das brauche ich auch nicht mehr. Das lassen wir jetzt einfach so. Hallo, Frau.